Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen im Einsteinboot Seifenkistelrennen 1964. Ich rede heute durch mein Arschloch. Hallo, durch mein Arschloch. Seifenboot! Ja, und with that said, begrüße ich euch tatsächlich hier in Pension, aus der Pension als Person heraus bei einem Larifari. Wieder mal. Wow, haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Ist mir egal. Eigentlich erzähle ich jetzt ein paar Sachen von mir. Heute geht's um das Thema Betriebssicherheit, Verkehrssicherheit und das ordnungsgemäße Verhalten auf der Straße, dem Campingplatz. Eine kurze Geschichte aus dem Leben eines Campigneurs, eines Champignons, wie die Franzosen sagen. Hinaus, also eigentlich jetzt nach oben. Es hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Nichts von dem, all was ich jetzt gesagt habe. Irgendwas damit zu tun, was jetzt auf euch zukommt. Ich wollte einfach nur blöd in die Kamera reinlabern, weil ich so selbstverliebt bin. Ne? Und ich wollte euch ein paar Sachen von meinem Wohnmobil zeigen. Und es geht ja um Wohnmobile. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und um die Sicherheit, um die Fahrsicherheit, um die Betriebssicherheit. Ne? Immer anschnallen. Auch alles, was drinnen ist. Ne? Die Wasserflasche. Oh, und damit man sich erst einmal so richtig eingrooven können. Ich muss euch das richtige Mindset geben und so. Ihr seid gerade mit euch am Wohnmobil 60.000 Kilometer quer durch die Arabischen Emirate gebraust. Weiß nicht, wie ihr da hingekommen seid, aber vorstellen Sie sich das, obwohl die Footage ist, glaube ich, von irgendwo Kroatien oder so. Ist ja egal jetzt, okay? Also, ja, voll erschöpft und so. Und dann 5 in der Früh. Man fährt da hin dann so zum Campingplatz. Der hat natürlich noch nicht offen und ist voll besetzt. Und dann lassen die ersten mal raus und dann hast du, ja, geht noch nicht, ihr müsst nur ein bisschen warten und so. Und dann wird ein Platz frei, einer wird frei. Und dann rennen alle wie die Irren zurück zu ihren Wohnmobilen, schmeißen die Kinder ein, so und den Hund so. Und dann wird gestartet, die alten Kisten springen eh nie an, der paar geben Starthilfe, alte Omas schieben 2,5 Tonnen Wohnmobile Richtung diesen einen frei werdenden Stellplatzes. Und das haben wir jetzt. Da springen wir jetzt rein. Rudi, da vorne wird einer frei. Da wird einer frei. Margarete, ich hab das unter Kontrolle. Chill. Fahren's weiter. Wem gehört denn der Grüne? Da vorne, der Gelbe. Margarete, heute fest. Wir schaffen das. Wir müssen ja noch eine Runde spielen. Oh Gott, Mann. Durch den Feuerring. Ja. Wir nehmen die Steilkurve. 53 kW zum Sieg. Go for it. Der fährt. Oh fuck. Oh, konträr. Ich meine frontal. Was mache ich? Was mache ich? Piep, piep. Die kommen mir alle entgegen. Nein! Ja. Betriebssicherheit hergestellt, hätte ich mal gesagt. Leck. Nö, das ist eine Scheiße. Wir müssen dem Rudi neue. Wir müssen Rudis. Und Rudi und Margarete. Im Weißwagen. Alter Schwede. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Weiter. Was ist das? Diese Einstellung ist ja für nix. Ich will da Campingwegen crashen. Motorhomes aneinander reiben. Reibi. So. Also, Champignons aufgepasst. Rudi, da vorne ist einer frei. Margarete, ich hab das unter Kontrolle. Ja, warte. Da, links einpacken, die links ein. Ah, sie kommen. Den nehmen wir mit. Margarete, hinten haben wir schon Tetscher. So, da möchte ich stehen. Da ist der perfekte Stellplatz. Hopp. Eieieiei. Margarete, die Tier hat eh schon immer geklemmt. Mach dir nichts draus. Da schon. Da stellen wir jetzt ein. Der links, Rudi. So, soll ich so einpacken, Margarete? Da kann man das Vordach gut ausklappen. Das geht doch da schön. Ja, komm. Lass uns da bleiben. Aber der Schatten. Fahren wir doch auf die andere Seite. Okay, Margarete. Jetzt gehst du mir schon auf die Nerven. Da, so, schau. Alter, hat's jetzt auch noch. Huch, die haben die Klo hinten umgerannt.
Wo soll ich mitten jetzt duschen gehen? Margarete, das wird mir da zu heiß. Kommt mir vorne einen anderen Campingplatz an. Die haben ja einen Trisch. Die Deutschen kommen. Los, komm schon. Oh, au. Ah, schmerzhaft. Bist angeschnallt, Rudi? Jetzt ist der ganze Kaffee über die Neichengardinen. Oh, genial. So, last man standing. Oh, es ist so brutal. Es tut so weh. Schau, er hat gar nichts mehr an. Er ist nur mehr ein Gerippe. Aber da kann man so ein bisschen so die Farbskala abtauschen. Wo man so blau mit Hundepfoten. Der hat sich ein Labrador drin. Ob er den angeschnallt hat? So, hier. Let's get smashed, Bro. Mit Blümchen, auch nicht schlecht. Ich habe schon langsam mal wieder das Spielprinzip begriffen. What? Oh, Batman, you're burning. Da, Wohnmobilbrand. Sehr gefährlich, ob der einen Brandmelder hat. So ein Rauch, so ein Gasmeldungsbrandmelder. Also, einmal quer durch so. Einfach als, wie sagt man, als Feldversuch. 60, 70, 80, 90. Aber ich bin nicht ausgefahren. Also, es geht noch. Ich krieg den nicht schneller als 90. Obwohl, der will. Ich glaube, ich habe noch einen Gang. Also, normalerweise, meiner hat 5 Gänge, glaube ich. Also, der muss jetzt sterben. Ja, 5. Und dann wünscht man sich, man hätte einen 6. Das ist ja eigentlich wurscht. Ne? Also er hat da nochmal einen Strichi-Pichi. Den nehmen wir da jetzt, den holen wir. Und tschüss. Demoliert. Oh, aber ich bin umgefallen. Kann ich mich zurücksetzen? Diesel Weasel. What? Kannst du das gerade sehen? Da, Diesel Weasel. Das wäre so geil, wenn das die Buben wären. So richtig, so online. So online, das Online-Weasel. Oh, schöne Grüße an euch, ey. Vermisst euch alle, Mann. Diesel Weasel spielt mit mir eine Runde Destruction Derby. Ja, die habe ich eingeladen. Das ist so ein Let's Play-Konglomerat, so wie das jetzt gerade alle machen. Den holen wir noch. Ja, der ist schon da. Schau, wenn man so rumfährt, dann kann man wenigstens dann der Mathilde beim Duschen zuschauen. Tschüss, Mathilde. Crash. Mathilde, aber wir sind noch gut, finde ich. Gut beieinander. Also. Das eine Rad ist so ein bisschen der Höhe, aber das macht nichts. Also ein Lackschaden, hätte ich gesagt. Kleiner, kratziger Lackschaden. Stirb. Der wär's, der. Den hol ich jetzt. Er steckt fest, er kann sich nicht wehren. Oh, demoliert. 2000 Demolitionspunkte. 200. So, wo ist wer? Ich bin allein auf weiter Flur. Ich hab nur mehr einen Gegner. Da wär ein schöner Stellplatz, Rudi. Schnauze, Mathilde. Wir sind... Wo ist der Pisser? Ah, da. Wir sind am Gewinnen. Der ist ja nur mehr, das ist ja schon so ein Heuwaller. Oh, jetzt bin ich demoliert. Aber ja, wer war vorher demoliert? Das war super anstrengend, jetzt brauchen wir Abmoderation. Irgendwer soll die Scheiße da abmoderieren. Vielleicht der Aquaman? Der Aquaman hat leider keine Zeit gehabt, aber dachte ich, tu das jetzt abmoderieren da. Also, das hat schon super Spaß gemacht mit dem Seifenkistenrennen, das wir da jetzt gesehen haben, und in dem Sinn wünsche ich euch alles Liebe, gell? Bis zum nächsten Mal und tut's euch immer brav anschnallen.